Rettungskurs der Evangelischen Schule Schönefeld zeigt uns heute einen Versuch zum Wasserstoffspektrum. Wir haben das hier vorne aufgebaut. Die beiden Mädels, Fabricia und Sophia, die werden das Experiment erklären. Die anderen Schüler unseres Leistungskurses werden Kommentare dazu geben. Tafelbild ist vorbereitet worden. Wir werden mal sehen, wie das Ganze jetzt wird. Wir beginnen mit der Alina. Na, bitte. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschäftigten sich zahlreiche Physiker und Chemiker mit der Untersuchung von Linienspektren, die von Gasen ausgesandt werden. Ja, danke. Vivian? Die Vermutung, alle chemischen Elemente würden im gasförmigen Zustand ein nur für dieses Element charakteristisches Emissionsspektrum aussenden, wurde im Jahre 1860 von Gustav Kirchhoff und Robert Bunsen geäußert. Ja, beide sind ja deutsche Physiker, Kirchhoff und Bunsen. Bunsen ist bekannt auch aus der Chemie. Denkt an den Bunsenbrenner. Jetzt zum Experiment. Die beiden Mädels. Jo, also, wir haben eine Hochspannungsquelle, dann eine Konvexlinse, einen Spalt, die Sammellinse, ein Gitter, den Schirm und das steht alles auf einer optischen Bank. Ja, jetzt würde ich sagen, wir schalten mal an die Spannung und wir müssen das Licht ausschalten. Das war unser Daniel. Ja, ein ganz bisschen runter und höher gehen die Spannung. Ja, Daniel, gib nochmal das Licht an, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Und es dauert ein Weilchen, bis die Balmerlampe beginnt zu leuchten. Fabricia sagt mir Bescheid. Wie sieht's aus? Noch nicht? Gut, dann schwenkt die Kamera ruhig noch mal ein bisschen rum. Und wir ja. Immer noch nicht? Das lassen wir. Ja, wir hätten vielleicht vorher schon ein bisschen anheizen sollen, aber. Ist egal, das schneiden wir raus. Das schneide ich raus. Ja, schneide ich raus. Kannst du dann wieder so ganz schnell 15 Minuten. Ja, mal ein bisschen die Spannung hoch da. Wenn wir Spannung langsam hochfahren, ne? Langsam. Ja, wir hatten sie bis 2,5, aber es. Ja, die schlägt dann plötzlich an. Die muss erstmal aufwärmen. Dann bin ich vorhin bei 3 so aufzuklopfen. Nein. Na, maximal. Oh. Oh, hier ausgeteilt. Ja, das sind immer die Tücken des Versuches. Hey, die schneiden wir trotzdem raus noch, ne? Ja, natürlich. Das gibt's doch nicht. Doch, bei Rolle. Lisa, kommt ihr schon ein bisschen? Noch nicht? Woran kann es sein? Ich gehe mal hier dazu. Ja, ich gehe mal nochmal hoch. Ja, wieso geht's? Ich hab gestern Spanisch geschrieben. Spanisch war geil. An alle, die morgen Mathe schreiben. Viel Spaß. Dankeschön. Spaß werde ich haben. Mit Sternen Spanisch. Das ist alles richtig drin schon. Nö, läuft immer noch, aber ist egal, wieso. Wenn man ganz kurz mehr wollt, irgendwie, ne? Ja. Ah, jetzt. Warte, Licht aus, bitte. Als ob Dani, Dani, Licht aus. Licht aus. Ja. Was ist so, jetzt bitte Licht aus. Die Kamera zeigt uns jetzt die Balmerlampe, die tatsächlich sehr schön leuchtet. Das Ganze wird abgebildet und wir schauen uns dann das entsprechende Linienspektrum auf dem Schirm an.
Wir werden das gleich schauen. Ich würde sagen, die Kamera hat das, ne? Und Licht wieder an. Licht wieder an. Wir gehen wieder etwas zurück. Und es liest dann weiter bei unserem Experiment mit Luca. Was ist das denn? Bitte? Das Licht einer wasserstoff gefüllten Balmerlampe oder auch Gasentladungslampe genannt, wird mit Hilfe eines optischen Gitters spektral zerlegt. In der Balmerlampe befinden sich Wassermoleküle, die in atomarem Wasserstoff und in eine Hydroxylgruppe aufgespalten werden. Der angeregte Wasserstoff erzeugt das Emissionsspektrum. Auf dem Schirm erkennen wir 3 bis 4 Spektrallinien. Ja, wir sehen uns das nochmal an, hier auf dem Foto. Und, was noch bitte? Mit der Balmer-Formel ergibt sich für die Energie eines emittierten Photons Delta E ist gleich H mal F ist gleich H mal FR. Warte mal, stopp mal. Das ist wir sind ja erst bei. Müssen wir rausschneiden. Wir sind bei erst Selina. Bei Blatt 2. Wer ist dann Selina? Ja, ich hier. Ja, da hast du viel zu tun. Und weiter, jetzt kommt Selina, bitte. Beim Vergleich zahlreicher Spektren fiel auf, dass die Abstände zwischen den Spektralien zum kurzwelligen Ende hin immer mehr abnehmen. Im Jahre 1885 gelang es dem Schweizer Johann Balmer durch geschicktes Kombinieren der Messwerte eine Gleichung für das Wasserstoffspektrum aufzustellen. Ja, und wir sehen das an der Tafel. Die Sophia schreibt das jetzt an und Selina liest es nochmal vor. Lambda ist gleich A mal Bruchstrich N2² durch N2² minus 2². Wobei ja. A eine Konstante ist und N2, 3, 4, 5, 6 oder jede andere Zahl sein kann. Die Gleichung lässt sich mit der Rydberg-Frequenz FR ist gleich 3,2898 mal 10 hoch 15 Hertz umformen. Zu einer Gleichung für die Frequenzen der Balmer-Formel. Jetzt ja, und Moment, die Sophia ist noch nicht so weit. F von N2 ist gleich FR mal, Klammer auf, 1 durch 2² minus 1 durch N2². Klammer zu. Wobei N2 wieder 3, 4, 5 oder jede andere Zahl sein kann. Mhm. Für die Frequenzen des Wasserstoffs gilt die erweiterte Balmer-Formel. F ist gleich FR mal 1 durch, also Klammer auf, 1 durch M² minus 1 durch N². Ne, N². Ja. Wobei N größer als M ist. Ja. Im sichtbaren Bereich ist M gleich 2. Gut, die Kamera zeigt das Tafelbild nochmal. Die einzelnen Gleichungen sind dort sehr gut aufgeschrieben. Und wer geht jetzt weiter? Wo geht es jetzt weiter? Sandra, ne? Oder? Genau. Oder? Ja. Mit der Balmer-Formel ergibt sich für die Energie eines emittierten Photons Delta E schön langsam ist gleich H mal F ist gleich H mal FR in Klammern 1 durch N hoch 2 minus 1 durch N hoch 2 Klammer zu ist gleich H mal FR mal 1 durch M hoch 2 minus H mal FR mal 1 durch N2. Ja. Die rechte Seite ist die Differenz von Energien, dem Energieniveau des Atoms. Ja. Und kommen wir nun zu unserem Ergebnis, Niklas. Das Emissionsspektrum leuchtender Gase ist ein diskretes Linienspektrum.
Jedes Element besitzt ein ganz charakteristisches Linienspektrum. Ein Atom emittiert und absorbiert nur Photonen, die zu diesem Linienspektrum gehören. Ein Atom kann nur bestimmte diskrete Energiezustände annehmen. In diesen Zuständen ist das Atom strahlungsfrei. Es gibt keine Energie ab. Beim Übergang zwischen den Energieniveaus wird die Energiedifferenz als ein Energiequant bzw. Photon emittiert oder absorbiert. Ja, das war unser Ergebnis. Die Kamera geht vielleicht hier nochmal zu der Skizze, zu den Abbildungen. Hier haben wir die einzelnen Spektren, hier haben wir die Linien, wenn wir das nochmal sauber zeigen. Und hier unten ist quasi auch nochmal der Aufbau des Versuches gezeigt worden. Ja. Das war der Versuch zum Wasserstoffspektrum. Hoffen wir, dass die nächsten Versuche, die wir hier durchführen, noch ein bisschen besser werden. Ansonsten würde ich sagen, war es für heute mit unserem Leistungskurs Physik der Evangelischen Schule. Bis hierher.